Hi, ihr habt mir viele, viele tolle Wörter mitgeteilt für eine Wintergeschichte. Und aus diesen Wörtern habe ich fünf ausgelost. Und zwar am Meer, Gipsbein, Frieren, Schneegestöber und Skifahren. Daraus habe ich die Geschichte Eingang Süd gebastelt und wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Dieses Weihnachten habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, flüstere ich zu der älteren Dame mit grünem Hut, die neben mir in dem Bus saß. Sie sah mich an, zuckte mit den Schultern. Da habe ich ja eine sehr gesprächige Nachbarin zugeteilt bekommen. Das kann heiter werden. Wie lange die Fahrt geht, hat uns keiner gesagt. Nur, dass wir nicht ständig nachfragen sollten. Ich schaute aus dem Fenster und dachte an das Weihnachtsfest von letztem Jahr, als ich mit meinem Freund Ben durch das Schneegestöber zog. Und unser größtes Problem war, dass wir so sehr froren. Wir waren an einem wunderbaren Skiort. Für mich war es das erste Mal, dass ich Skifahren war. Für Ben nicht. Der war Profi und kannte jede Piste. Ansonsten kannte ich Weihnachten nur am Meer. Der Weihnachtsmann trug Shorts und T-Shirt, was verständlich war bei Temperaturen um die 40 Grad. Ja, da schwang ein bisschen Wehmut mit, wenn ich an die alten Zeiten dachte. Ich seufzte und die Dame neben mir sah mich mit zusammengekniffenen Augen an. Offensichtlich mochte sie es nicht, wenn man Geräusche von sich gab. Ich verdrehte die Augen und lehnte meinen Kopf an die kalte Scheibe. Dass mich ausgerechnet ein Gipsbein in diese Situation brachte, hätte ich mir nicht träumen lassen. Nun gut, ich konnte es nicht ändern. Jetzt saß ich da an dem überfüllten Bus mit vielen Fremden, die den gleichen Weg gehen mussten wie ich. Mir war langweilig. Ich sah mich um und schaute mir die Gestalten an, die mein Schicksal teilten. Wie so oft war ich auch hier die Jüngste. Doch wieso überraschte mich das? Weil ich eigentlich meine Zeit gern anders genutzt hätte? Weil ich eigentlich etwas anderes vorhatte? Weil ich dies und das und hier und dort sein wollte. Ja, überall, nur nicht hier, noch nicht. Verdammte Axt, ich war erst 43 und hatte noch so viel zu tun. Dann wird man so ausgebremst wegen einem Gipsbein. Na, vielen Dank auch. Liebes Schicksal oder Karma oder was auch immer. Doch alles Jammern, Motzen und Klagen half nichts. Es gab kein Zurück. Ich dachte an meine Lieben, das stimmte mich etwas traurig, so weit weg von ihnen zu sein, gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Ja, es gibt wirklich bessere Zeiten, um in diesen Bus einzusteigen. Wobei, gibt es eigentlich eine passende Zeit für ein Gipsbein-Desaster? Wohl kaum. Dabei fing alles so harmlos an, zwar nicht harmonisch, aber harmlos. Schon wieder in den Schnee? Fragte ich Ben. Denn ich hoffte, dass wir dieses Weihnachten mit meiner Familie verbringen konnten. Ben bestand allerdings darauf, in den Schnee zu fahren. Dir hat es doch super gefallen letztes Jahr. Der Schnee, der Glühwein, das knisternde Kaminfeuer. Komm schon. Da hatte er schon recht gehabt. Das alles hatte einen besonderen Zauber. Aber wenn man so wie ich am Meer aufgewachsen war, dann war halt Weihnachten eine warme Angelegenheit. Nicht nur von den Temperaturen her, auch vom Inneren unserer Herzen. Ben und ich steigerten uns in einen kleinen Streit und ich wollte beim Laufen an der frischen Luft einen klaren Kopf bekommen. Ja, lauf nur wieder davon, deine Joggingschuhe bedeuten dir eh mehr als ich. Ich verdrehte die Augen und rannte los. Das tat mir immer gut. Hätte mich dabei nicht dieser Autofahrer übersehen und mich angefahren. Zur Weihnachtszeit waren alle etwas hektischer unterwegs. Das wurde mir zum Verhängnis. Dem Mann tat es furchtbar leid. Er entschuldigte sich hunderte Male und schickte mir auch Blumen ins Krankenhaus. Ben hatte einen Riesenschrecken, als er davon erfuhr, und schwänzelte um mich herum und umsorgte mich. Wir bleiben natürlich hier. Mit Gips kannst du nicht fliegen, und im Schnee stelle ich mir das nicht sonderlich prickelnd vor. Wir lachten und vertrugen uns wieder. Dass ich mir erst mein Bein brechen musste, um meinen Willen zu bekommen. Dies sollte nicht zur Gewohnheit werden, sondern zu einem einmaligen Ereignis.
Das unsanfte Ruckeln des Busses holte mich aus meinen Erinnerungen zurück. Quietschend kam er zum Stehen. Ein Pfeifton kündete an, dass der Fahrer eine Durchsage machen wollte. Er hustete und hustete. Als er sich endlich beruhigte, sagte er: Alle aussteigen! Ich erkläre die Vorgehensweise nur einmal. Begeben Sie sich bitte zu dem Gebäude gegenüber. Die sich selbst in diese Lage gebracht haben, bitte stellen Sie sich bei Eingang Nord an. Die Unentschlossenen nutzen bitte Eingang Süd. Alle anderen verteilen sich bitte auf die Eingänge Ost und West. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Hoffentlich haben Sie die Busfahrt genossen. Dann hustete er wieder. Alle standen brav auf. Ich ließ natürlich den Vortritt, da ich ja die Jüngste war. Und noch darüber nachdenken musste, welchen Eingang ich wählen sollte. Ja, ich hatte mich selbst in diese Lage gebracht, aber ich war noch unentschlossen. Ich finde, dies hätte man etwas besser definieren können. Oder vielleicht sollte ich dann einfach Eingang West oder Ost nutzen? Ach, das ist doch alles doof. Wie soll ich mich da bitte entscheiden? Ich sollte überhaupt nicht hier sein. Vielleicht bleibe ich einfach im Bus sitzen. Genau, das war die Lösung. Der Fahrer würde wieder zurückfahren, bevor er die nächste Ladung holte. Und ich würde dann aussteigen. Keinem würde etwas auffallen und ich konnte weitermachen wie bisher. Gib's Bein hin oder her. Entschieden verschränkte ich die Arme vor meinem Körper und überschlug die Beine. Ehe ich mich versah, stand der Fahrer vor mir. Mit dem Zeigefinger schob er seine Brille die Nase hoch. Sie müssen ja aussteigen. Ich weiß doch aber gar nicht, wohin, entgegnete ich. Hören Sie, junge Dame, ich bin hier nur der Fahrer. Ich hole ab und bringe hin. Ich bin kein Seelsorger oder Berater oder sonst irgendetwas. Ich bin nur der Fahrer. Für mehr werde ich nicht bezahlt. Ich sah ihn an und verstand ja seinen Standpunkt. Dann fragte ich: Sind Sie denn auch? Er unterbrach mich mit einem eifrigen Nicken und berührte meinen Arm. Dann sagte er: Ich weiß, es ist nicht einfach, aber alles wird gut. Gehen Sie doch zu den Unentschlossenen, hm? Ich will aber zurück. Er lachte kurz auf und sagte: Ha, das geht leider nicht, junge Dame. Hier ist Endstation. Sie werden alles verstehen, wenn Sie durch den Eingang gehen. Haben Sie Vertrauen. Dieser Spruch brachte das bockige Kind in mir hervor. Ich legte meinen Kopf schief und sah ihn an, dann sagte ich: Vertrauen? Ich bin viel zu jung für diese Scheiße hier. Außerdem, hat mal jemand an meine Lieben zu Hause gedacht, wenn ich Weihnachten nicht dort bin? Wohl kaum, also fahren Sie mich zurück, ich habe keine Lust mehr auf diesen Quatsch. Er ging einen Schritt zurück und seine Miene verfinsterte sich. Dann hätten Sie vielleicht nicht versuchen sollen, mit einem Gipsbein einen Baum hochzuklettern und runterzufallen. Wenn Sie einfach auf dem Boden geblieben wären, wäre all dies nicht passiert und Sie könnten jetzt mit Ihren Lieben Weihnachten feiern. Was wollten Sie da oben überhaupt? Ich grübelte. Es wunderte mich nicht, dass er wusste, wie ich in diese Situation kam. Jetzt machte alles Sinn. Und ich sah es vor mir. Ja, ich hatte in der Tat schon bessere Ideen gehabt, als mit einem Gipsbein einen Baum hochzuklettern, weil ich dort einen Mistelzweig vermutete. Verdammt, ich wusste doch, dass es die bei uns hier nicht gab. Aber es sah so danach aus. Oh nein. Ich sah den Fahrer an und eine Träne kullerte meine Wange hinunter. Ich bin so doof. Das hätte ich doch wissen müssen. Ist das also das Ende? Er reichte mir ein Taschentuch und antwortete: Nein, das ist ein Anfang. Gehen Sie zu den anderen gerade Verstorbenen. Ich empfehle weiterhin Eingang Süd. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen mit euren Wörtern und würde mich sehr über ein Feedback freuen.